Als die Nachtschicht zu Ende ist, findet Robert Sims seine Frau Paula bewusstlos auf dem Küchenboden liegen. Robert rennt ins Schlafzimmer und ist erleichtert, als er seinen zweijährigen Sohn Randy ungestört schlafend vorfindet. Aber seine 6 Wochen alte Tochter Heather ist verschwunden. Als Paula Sims ihr Bewusstsein wiedererlangt, ist sie die einzige Zeugin in einem Verbrechen, das die Ermittler noch bis heute vor Rätsel stellt. Robert und Paula Sims sind erst kürzlich in dieses Holzhaus in St. Louis, einem Vorort von Elton, Illinois, eingezogen. Hier führte Präsident Abraham Lincoln damals eine seiner berühmten Debatten mit Senator Stephen Douglas. Die Sims sind seit 7 Jahren verheiratet. Der 37-jährige Robert ist Schichtarbeiter in der örtlichen Papierfabrik. Die 30-jährige Paula ist Hausfrau und kümmert sich um ihre beiden Kinder Randy und Heather. Die Nachbarn beschreiben die Sims als ein ruhiges und zurückgezogenes Paar, das seine Freizeit hauptsächlich mit den Kindern verbringt. Sie schienen den amerikanischen Traum zu leben. Und gerade das war das Interessante an dieser Geschichte. Wie sich nämlich das Leben dieses durch und durch amerikanischen Paares wegen dieser Tragödie schlagartig änderte. Als die Polizei am 19. April ins Haus der Sims gerufen wird, erfährt sie Einzelheiten über ein sehr ungewöhnliches Verbrechen. Paula sagt aus, dass sie kurz nach 22 Uhr den Müll aus dem Haus brachte, als plötzlich ein maskierter und bewaffneter Mann sie ins Haus zwang. Mit einem Schlag auf den Hinterkopf schlug er sie bewusstlos. Und das sei das Letzte, an das sie sich erinnere. 45 Minuten später fand ihr Mann sie bewusstlos auf dem Boden liegen. Die kleine Tochter Heather ist verschwunden. Doch der Bereich um ihre Wiege scheint unberührt. In der ganzen Wohnung kann die Polizei weder fremde Finger noch Fußabdrücke finden. Es fehlen auch keine Wertsachen. Wir waren eine ganze Weile dort, wohl die halbe Nacht. Wir suchten überall, an jedem denkbaren Platz, an dem das Kind hätte sein können. Die Polizei durchsucht auch die ganze Nachbarschaft. Spürhunde werden eingesetzt, Autofahrer werden vor dem Haus der Sims angehalten und befragt. Hat jemand den Kindesentführer oder sein Fahrzeug gesehen? Sogar in allen Bars und Hotels des Ortes ist die Polizei verzweifelt auf der Suche nach Zeugen. Das Schlimmste annehmend, sucht sie selbst auf dem Grund des Mississippi River, ganz in der Nähe des Hauses der Sims. Wir fragten die Sims, ob sie irgendwelche Feinde hätten, die vielleicht ihr Baby entführt haben, um sie auf diese Art zu bestrafen. Sie beharrten aber sehr darauf, dass es niemanden gab, der so etwas tun könnte. Sie erzählen der Polizei aber, dass vor kurzem in eines der Häuser die Straße entlang eingebrochen wurde. Und ein Nachbar berichtet, er habe eine verdächtige Person in der Nähe des Hauses der Sims gesehen. Ein anderer Informant sah, wie jemand in dieser Nacht etwas hinter eine nahegelegene Fabrik trug. Aber alle Hinweise führen ins Leere. Die Polizei hat zu wenige Anhaltspunkte, um weiter forschen zu können. Und sie hat kein Motiv. Es kommt selten vor, dass ein Baby einfach nur so entführt wird. Normalerweise wird ein Lösegeld verlangt, doch das war hier nicht der Fall. Es gab auch keinen Hinweis auf Eheprobleme, keinen Freund, der vermuten könnte, er wäre der richtige Vater des Kindes und es deshalb entführen würde. Wir fanden nichts, das erklärt hätte, warum gerade die Sims das Ziel der Kindesentführung waren. Das Ehepaar steht unter Schock. Und auch der Ort Elton ist nicht mehr derselbe. Wir hoffen natürlich, dass das Kind noch lebt und gesund ist. Denn je mehr Zeit vergeht, umso geringer ist die Chance, das Kind lebend zu finden. Vier Tage später. Wie fast jeden Tag geht Charles Saunders angeln an einem Nebenarm des Mississippi.
Um die Mittagszeit, als Saunders auf dem Weg nach Hause ist, will er seinen Abfall in eine Mülltonne werfen. Er bemerkt eine große, schwarze Mülltüte in der Tonne. Sie macht ihn irgendwie misstrauisch. In der Tüte entdeckt er die Überreste eines Kleinkindes. Nur Minuten später treffen die Beamten der Mordkommission ein. Sie lag auf dem Rücken und ihr Kopf war zur Seite geneigt. Sie hatte noch rosige Wangen. Wenn man sie so sah, dachte man zuerst, sie würde schlafen. Aber sie war tot. Die Fuß- und Fingerabdrücke des toten Babys werden mit den Abdrücken von Heather Sims verglichen. Sie sind kurz nach ihrer Geburt aufgenommen worden. Der Körper wird eindeutig als Heather Lee Sims identifiziert. Die Pathologin Dr. Mary Case führte die Autopsie durch. Das erste, was sie bemerkt, sind drei kleine, senkrechte Schnitte auf der Lippeninnenseite. Es war ganz offensichtlich kein plötzlicher Kindstod. Es ist auch kein Unfalltod und schon gar kein Selbstmord. Also ist es Mord. Ich fand aber keine Schusswunde, keine Stichwunde und auch keine Hinweise auf Kindesmisshandlung. Nur die Schnitte. Es sah so aus, als ob jemand seine Hand auf die Nase und den Mund gelegt hätte, um das Kind zu ersticken. Ein toter Körper verändert sich schnell, je nach der Umgebung, in der er sich befindet. Der Rechtsmediziner Dr. Christian Schümer hat schon hunderte von Leichen untersucht. Eine Gemeinsamkeit haben sie alle. Eines der sicheren Todeszeichen sind die sogenannten Totenflecken. Die Totenflecken bilden sich dadurch aus, dass nach dem endgültigen Herz-Kreislauf-Stillstand das Blut in den Blutgefäßen, die zunächst noch intakt sind, praktisch an die zutiefst gelegenen Körperstellen absackt und sich dort verteilt. Die übliche Farbe der Totenflecken ist livide, wie wir sagen, das heißt blau-rötlich gefärbt, oft mit einer gewissen Zonierung. Die Totenfleckfarbe wird vor allen Dingen durch die Temperatur beeinflusst. Je kälter die Temperatur, desto roter werden sie. Das rote Gesicht des Kleinkinds führt die Pathologen zu einer sonderbaren Vermutung. Der Körper müsse circa 8 bis 10 Stunden nach dem Tod in einem Gefrierschrank gelegen haben. Und es gab noch einen weiteren Hinweis darauf, dass der Körper eingefroren wurde. Äußerlich konnte man keine Verwesung feststellen. Doch unter dem Mikroskop bemerkte ich erste Anzeichen einer innerlichen Verwesung. Innerlich war sie also etwas weiter fortgeschritten als äußerlich. Dr. Case kam zu dem Schluss, dass Heather Sims zuerst erstickt wurde und dann mit dem Gesicht nach unten in einen Gefrierschrank gelegt wurde. Erst kurz bevor man sie fand, wurde sie in die Mülltonne geworfen. Das Gesicht zeigte nach oben. Don Weber, einer der ermittelnden Staatsanwälte, verfolgt diesen Fall besonders genau. Es gibt zwar keinen Hinweis dafür, Paula oder Robert mit dem Verbrechen in Verbindung zu bringen, aber Weber beschließt, ihre Geschichte näher zu betrachten. Besonders eine Bemerkung von Robert Sims lässt ihn nicht los. Er hat dem FBI gegenüber ausgesagt, dass er und seine Frau in der Zeit zwischen der Vermisstenmeldung und dem Fund der Leiche den längsten und besten Sex hatten, den sie überhaupt jemals hatten. Das war für mich eine ungeheuerlich bestürzende Aussage. Keiner, der etwas mit diesem Fall zu tun hatte, konnte akzeptieren, dass das eine ganz normale Reaktion sei, wenn dein Baby entführt wird. Auf der Beerdigung erscheinen Robert und Paula Sims als die ganz und gar trauernden Eltern. Aber als die Ermittler in der Vergangenheit des Paares forschen, entdecken sie einen mehr als beunruhigenden Zufall. Genau vor 3 Jahren, als die Sims noch in einer anderen Stadt lebten, wurde auch ihre erste Tochter entführt, Lorelei. Es war das gleiche Szenario. Robert war auf der Arbeit und Paula sagte aus, dass ein maskierter Mann in ihr Haus eindrang und das Baby entführte. Einige Wochen später fand man die Skelettüberreste verstreut auf einem Feld hinter dem Haus der Sims.
Die Ermittler schöpften damals zwar Verdacht, aber sie konnten keinen Beweis finden, der Robert oder Paula Sims mit Loreleis Tod in Verbindung gebracht hätte. Die Überreste schienen von einem Tier verstreut worden zu sein. Die Untersuchungsergebnisse reichten aber nicht aus, um anzunehmen, dass es sich um einen Mord handelte. Die Sims gerieten dennoch unter dringenden Tatverdacht. Nur beweisen ließ sich nichts. Meiner Meinung nach sind sie damals mit diesem Mord davongekommen. Nach ihren eigenen Angaben war Paula von dem zweiten Entführer niedergeschlagen worden. Doch Staatsanwalt Don Weber entdeckt eine Unstimmigkeit an Paulas Kopfverletzung. Er sucht die Pathologin Dr. Mary Case auf. Dr. Mary Case ist nicht nur die Rechtsmedizinerin, die Heather Sims Autopsie vornahm, sie ist auch Neuropathologin, eine Expertin für die Erforschung des Gehirns und des Nervensystems. Paula sagte, dass der Mann sie draußen überraschte. Er habe sie gezwungen, hineinzugehen, und dort schlug er sie zu Boden. Paula zeigte uns, wie er sie mit einem Karateschlag in den Nacken niederschlug. Dann war sie 45 Minuten lang bewusstlos. Sie erinnerte sich also daran, geschlagen worden zu sein, und ich fragte, ob das möglich ist. Mary Case lehnte sich zurück und dachte eine Weile nach. Schließlich antwortete sie, nein, das ist unmöglich. Wenn Paula fast eine Stunde bewusstlos gewesen wäre, hätte sie einen totalen Gedächtnisverlust erlitten. Der hätte sich sogar noch rückwirkend auf die Zeit direkt vor dem Schlag ausgewirkt. Also hätte sie sich gar nicht an den maskierten Räuber erinnern und ihn schon gar nicht so detailliert beschreiben können. Bei jeder Autopsie wird auch das Gehirn untersucht. Der Rechtsmediziner Dr. Christian Schümer weiß genau, was bei einem solchen Schlag auf den Kopf passiert. Bei einem Schädelhirntrauma, vor allen Dingen jetzt erstmal bei Sturzvorgängen, Anschlagvorgängen des Schädels, hat das Gehirn ja eine gewisse Bewegungsrichtung. Und in dem Maße, in dem der Kopf auf ein Hindernis aufprallt, wird das Gehirn noch weiter in die ursprüngliche Richtung bewegt und es kommt auf der anderen Seite durch Unterdruck bedingt zum sogenannten Contre-Coup. Bei einem solchen Schlag ins Genick werden die elektrischen Aktivitäten des Gehirns unterbrochen. Das verhindert nicht nur die Erinnerung an das traumatische Ereignis selbst, sondern auch an Ereignisse, die sich mehrere Minuten davor abgespielt haben. Paula Sims kann sich also gar nicht an den Überfall erinnert haben. Dasselbe gilt auch für Personen, die ihr Bewusstsein zum Beispiel bei einem Autounfall verloren haben. Sie können sich nur noch sehr vage an den Unfall oder die Ereignisse erinnern, die zum Unfall geführt haben. Ist Paula Sims die Mörderin ihres eigenen Kindes? Die Untersuchungen der Rechtsmediziner konzentrieren sich aber nicht nur auf diese Frage. Eine Woche nachdem Heathers toter Körper gefunden wurde, richtet sich die Aufmerksamkeit der Polizei auf ihre Mutter Paula. Die Ermittler suchen nach einer Verbindung zwischen Paula Sims und der Fundstelle des Körpers. Direkt neben der Mülltonne finden sie Fußabdrücke, offensichtlich von Turnschuhen. Doch die Abdrücke passen nicht zu den Schuhen in Sims Haus. Als nächstes wird die schwarze Mülltüte, in der Heathers Körper gefunden wurde, zum FBI-Labor nach Washington geschickt. Doch der Rechtsmediziner David Attenberger hat zunächst nicht viel zu tun. Weder Fingerabdrücke, noch Haare, noch irgendwelche Fasern befinden sich an oder in der Tüte. Das Baby wurde in dieser schwarzen Mülltüte gefunden. Und diese Tüte wird hergestellt von der Polytech Corporation in Minneapolis. Sie wird im Kmart unter dem Markennamen Curbside verkauft. Diese Videokassette nahm die Polizei im Hause der Sims auf, in der Nacht, als Heather Sims verschwand. Auf der Kassette sieht man eine angebrochene Packung der gleichen Mülltüten. Sie haben die gleiche Form, Größe und Farbe wie die Tüte, in der Heathers Körper gefunden wurde. Jedoch werden täglich Millionen von diesen Curbside-Mülltüten für Kmart hergestellt. Attenberger vergleicht die Ränder der Tüte, in der Heathers Körper lag, mit der ersten unbenutzten Mülltüte aus der Küche der Sims.
Aber durch die Dehnung, die entsteht, wenn man eine Tüte aus der Rolle zieht, konnten die Enden nicht zusammenpassen. Aber an der Tüte, in der Heather Sims lag, fand Ettenberger ein besonderes Merkmal. Mülltüten werden aus langen Plastikbahnen hergestellt. Eine Schneide perforiert sie, so dass die Tüten leicht abgerissen werden können. Gleichzeitig verschweißt ein heißes Siegel den Boden der Tüte. Wir erfuhren vom Hersteller, dass sich an diesem heißen Siegel immer wieder kleine Rückstände bilden. Also konnten wir, je nach Menge der Rückstände, charakteristische Merkmale identifizieren. Wir fanden nämlich, dass die Tüten nicht gleichmäßig verschweißt worden waren. Und tatsächlich findet Ettenberger eine winzig kleine Öffnung am Boden der Tüte, in der Heather Sims gefunden wurde. Die Tüte ist nicht gleichmäßig verschweißt worden. Die Rückstände auf dem Siegel verursachten außerdem kleine Löcher in der Tüte. Als Ettenberger die Tüten aus der Küche der Sims analysiert, findet er genau an derselben Stelle dieselben kleinen Löcher. Er findet auch dieselbe kleine Öffnung am Boden der Tüte, die durch die Rückstände auf dem heißen Siegel verursacht wurde. Zum Schluss untersucht er noch das letzte mögliche Merkmal, die Farbe. Während des Herstellungsprozesses dehnt sich das Plastik, wenn es über die Rollen gezogen wird. Dieses Dehnen hinterlässt ganz unterschiedliche, aber charakteristische Merkmale, sogenannte Farblinien. Als Ettenberger die Farblinien der Heather Sims-Tüte mit denen der ersten unbenutzten Tüte aus der Küche der Sims vergleicht, stellt er eine eindeutige Übereinstimmung fest. Aus den winzig kleinen Löchern, dem Fehler an der Schweißnaht und den übereinstimmenden Farblinien schließt das FBI, dass die erste unbenutzte Mülltüte in der Küche der Sims und die Tüte, in der Heather Sims Körper gefunden wurde, aus derselben Plastikplane hergestellt wurde, und zwar innerhalb von nur 10 Sekunden. Die einzige andere Möglichkeit wäre gewesen, dass der Täter zur selben Kmart-Filiale gegangen ist, in der auch Paula ihre Tüten gekauft hat. Er hat genau die Rolle gekauft, die im Fertigungsprozess direkt vor oder nach der Rolle hergestellt worden ist, die Paula gekauft hat. Und eine Tüte dieser Rolle hat er dann genommen, das Baby entführt, es hineingelegt und in den Müllcontainer geworfen. And put the baby in it and threw it in a trash container. Die Polizei hat nun ihren ersten Beweis. Ein Gegenstand aus dem Haus der Sims kann mit dem Fundort der Leiche in Verbindung gebracht werden. Sie ist davon überzeugt, dass Paula mit dem Verschwinden ihrer Tochter etwas zu tun hat. Die Ermittler erfahren noch etwas Ungewöhnliches aus der Ehe von Paul und Robert Sims. Als Paula nach der Entbindung mit ihren kleinen Töchtern nach Hause kam, hat Robert sie einfach aus dem gemeinsamen Schlafzimmer rausgeworfen. Mit ihrer ersten Tochter Lorelei musste Paula im Wohnzimmer schlafen. Erst nach dem Tod ihrer ersten Tochter Lorelei schlief Paula wieder oben bei ihrem Mann. Ein Jahr später brachte Paula ihren Sohn Randy zur Welt. Dann, nachdem sie nach Elton, Illinois gezogen waren, bekamen die Sims noch ein Baby. Es war wieder eine Tochter, und zwar Heather. Im Krankenhaus soll Paula dem Zimmermädchen gesagt haben, dass sie keine weitere Tochter mehr wollte und dass sie und Robert Jungen bevorzugten. Dieser Hinweis ließ ganz klar vermuten, dass Jungen in Ordnung waren und Mädchen nicht. Mehrere Zeugen erzählten uns, dass Robert den kleinen Jungen verehrte. An den Mädchen war er überhaupt nicht interessiert, auch nicht direkt nach der Geburt im Krankenhaus. Als Paula mit ihrer Tochter Heather aus dem Krankenhaus kam, schlief die Familie wieder getrennt. Paula und Heather im Wohnzimmer und Robert mit dem zweijährigen Randy oben im Schlafzimmer. Paula erzählte einer Freundin, dass dieses Getrenntschlafen aufhören müsse, sonst würde sie etwas dagegen unternehmen. Die Analyse der Mülltüte und die Ungereimtheiten über ihre Kopfverletzung werden Paula Sims zum Verhängnis. Sie wird verhaftet und wegen Mordes angeklagt.
Die Staatsanwaltschaft vermutet, dass in der Nacht zum 30. April, während Robert die Nachtschicht in der Papierfabrik arbeitet, Paula ihre Tochter Heather erstickt hat. Den Körper legt sie in eine Mülltüte. Vermutlich trägt sie Handschuhe, denn es werden keine Fingerabdrücke auf der Tüte gefunden. Nach dem Mord fährt Paula in das Haus ihrer Eltern, die zurzeit im Urlaub sind. Dort legt sie Heathers Körper in den Gefrierschrank. Sie kehrt nach Hause zurück, gerade noch rechtzeitig vor ihrem Mann. Dann arrangiert sie alles so, wie sie es der Polizei mitgeteilt hat, und täuscht schließlich Bewusstlosigkeit vor. Als Paulas Eltern am nächsten Tag von der Kindesentführung erfahren, beschließen sie sofort, ihren Urlaub zu beenden und nach Hause zurückzukehren. Das bedeutet eine Änderung in ihrem Plan. Denn nun muss Paula zurück in das Haus ihrer Eltern fahren und Heathers Körper aus dem Gefrierschrank herausholen, bevor sie zurückkommen. Sie weiß nicht, wohin sie gehen soll, vermutet die Staatsanwaltschaft. Und Paula beschließt, Heathers Körper wieder mit nach Hause zu nehmen und ihn in den Gefrierschrank im Keller zu legen. Die Polizei hat mittlerweile die Durchsuchung des Hauses beendet. Nach 3 Tagen muss Paula den Körper ein für allemal loswerden. Sie fährt ungefähr 2 Meilen, überquert den Mississippi und hält schließlich auf einem Parkplatz an. Den gefrorenen Körper lässt sie in der Mülltonne zurück. Dort findet ihn wenig später zufällig ein Angler. Sie hat alles gut geplant und kaltblütig und systematisch durchgezogen. Aber Paula Sims hätte nie gedacht, dass man die Mülltüte untersuchen würde, in der sie ihre Tochter versteckt hat. Und sie hätte auch nie vermutet, dass ihre Geschichte vom Schlag ins Genick wissenschaftlich entlarvt würde. Wenn man im Haus der Sims war, bemerkte man schnell, dass sie einen Sohn hatten, auf den sie sehr stolz waren. Eigentlich ganz normal für ein Ehepaar. Aber wenn man sich das Haus näher anschaute, fand man keinen Hinweis darauf, dass sie auch 2 Töchter gehabt haben. Es gab keine Babybilder von ihnen. Da waren überhaupt keine Bilder von den Mädchen. Nichts, was darauf hinwies, dass sie diese Babys gehabt haben. Paula Sims wird des Mordes an ihren 2 Töchtern für schuldig befunden und zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe verurteilt. Gegen Robert Sims werden keine Beschuldigungen erhoben. Er streitet ab, irgendetwas mit diesen 2 Verbrechen zu tun zu haben. Was bringt eine Mutter dazu, ihre eigenen Kinder umzubringen? Das beschäftigt die Psychologen bis heute, zum Beispiel Dr. Michael Osterheider, den Leiter des Westfälischen Zentrums für forensische Psychiatrie in Eichelborn. Man muss sicherlich, um seine eigenen Kinder zu töten, wie in dem gezeigten Fall, die höchste Hemmschwelle überwinden, die man sich so aus unserer Sicht vorstellen kann. Aber deswegen kann man sich, glaube ich, auch vorstellen, in welch einer verzweifelten Situation solch eine Mutter sein muss. Wir haben es ja in der Regel nicht mit Bereicherungsdelikten aus kriminellen Anlässen zu tun, sodass man davon ausgehen kann, dass auch eine Täterin für sich da Vorteile drin sieht, sondern dass jemand in einer erheblichen Verzweiflung ist und in solch einer Situation keinen anderen Ausweg mehr sieht. Und bis auf die eher selten diesbezüglich vorkommenden Affekttaten sehen wir das fast ausnahmslos im Zusammenhang mit schweren psychotischen Entgleisungen, also wirklich körperlich begründbaren Erkrankungen im engeren Sinne. Aber die Psyche der Täter lässt sich nicht vollständig ergründen. Spielt eine psychische Erkrankung auch im nächsten Fall die Hauptrolle? Wieder hofft die Polizei, dass die Wissenschaft sie zum Täter führen wird. Darren und Dali Routier, ein junges Paar Mitte 20, hat 3 Kinder. Den 6-jährigen Devin, den 5-jährigen Damon und den 8 Monate alten Drake. Darren Routier ist erfolgreicher Unternehmer. Dali ist Hausfrau und kümmert sich um die Kinder. Am Abend des 6. Juni geht Darren Routier mit seinem 8 Monate alten Sohn Drake bereits früh zu Bett.
Die zwei älteren Jungen waren im Wohnzimmer vor dem Fernseher eingeschlafen. Ihre Mutter schläft auf dem Sofa. Was dann geschieht, erzählt Dali später der Polizei. Kurz nach 2:30 bricht ein Mann ins Haus ein. Er sticht die beiden schlafenden Kinder und bedroht schließlich auch Dali mit einem Messer. Nach einem kurzen Kampf flieht der Einbrecher und Dali ruft die Polizei. Als ich das Haus betrat, ging ich einen langen Flur entlang zum Wohnzimmer. Auf dem Boden war sehr viel Blut. Als ich dann das Wohnzimmer betrat, sah ich noch viel mehr Blut. Die zwei Kinder, Devin und Damon, lagen regungslos auf dem Boden. Der 6-jährige Devin ist tot. Damon lebt noch. Aber der 5-jährige stirbt auf dem Weg zum Krankenhaus. Dali wird im Krankenhaus behandelt. Sie hat Glück gehabt, denn die Halswunde ist nur knapp neben der Halsschlagader. Sie hat auch noch eine Stichwunde am Arm. Die Polizei sammelt Hinweise und Dali ist die einzige Zeugin. Sie beschreibt den Angreifer als einen knapp 1,90 Meter großen weißen Mann mit schwarzem Hemd, Jeanshose und einer Baseballmütze. In der Garage der Routiers ist das Fliegengitter durchgeschnitten. Der Einbrecher habe das Messer auf den Boden fallen lassen und sie rannte hinter ihm her durch die Küche, bevor er flüchten konnte. 2 Häuser weiter findet die Polizei einen blutigen Strumpf. Aus den bisherigen Indizien schließt sie ein Motiv bereits aus: Raub. Zwischen der Küche und dem Zimmer, in dem die Morde geschahen, lagen 13 Ringe und eine goldene Damenuhr herum. Falls es Einbruch oder Raubüberfall gewesen ist, dann ist es nicht gut gelaufen, denn die Wertsachen lagen noch überall herum. Es wurde nichts angefasst. Wir wissen nicht, warum das geschehen ist. Wir wissen nur, dass diese kranke Person nichts mitgenommen hat, außer unseren Söhnen, das Wertvollste und Wichtigste überhaupt. Währenddessen geht die Polizei anderen Hinweisen nach, die sie am Tatort findet. Sie vermutet, dass der Täter durch das Fliegengitter vor dem Garagenfenster ins Haus gelangte. Dali Routier sagte aus, dass sie schlief, als der Einbrecher ihre beiden Söhne ermordete. Sie wachte auf, als sie ein Messer an ihrem Hals spürte. Es gab einen Kampf und der Angreifer floh durch die Garage. Ihr Mann Darren sagte, dass er währenddessen im oberen Stockwerk neben seinem 8 Monate alten Sohn Drake schlief und erst aufwachte, als er hörte, wie Gläser zerbrachen. Er kam erst runter, als die Polizei schon da war. Und er hat nicht etwa sofort gefragt, was ist mit den Kindern, was ist mit Dali, sondern er hat gesagt, ist Dali nicht schön und hat sie nicht großartige Brüste? Darren sagte, ich kann mir schon denken, was der Einbrecher wollte bei so einer gut aussehenden Blondine. Das war schon etwas seltsam. Schließlich hat er gerade seine beiden Söhne verloren. Und ich glaube nicht, dass er zu diesem Zeitpunkt schon wusste, ob Dali außer Gefahr war. In der Küche entdeckt die Polizei ein Messerset mit weißen Griffen. Eines fehlt. Es scheint, als ob die Mordwaffe, nämlich ein ca. 25 cm langes Messer, aus der Küche der Routiers stammt. Die Bluttropfen auf dem Boden werden fotografiert und man entnimmt Proben für DNA-Tests. Die Bluttropfen werden auch noch auf etwas anderes untersucht, auf ihre Größe und ihre Form. Dalis blutverschmiertes Nachthemd ist ebenfalls ein wichtiges Beweismittel. Die Gerichtsmediziner hoffen, dass auch das Hemd Informationen über die Tat liefern würde. Das Blut auf dem Strumpf, der auf der Straße gefunden wurde, stammt von einem der beiden Jungen. Doch nicht einmal Spürhunde der Polizei können eine Spur entdecken, die weiterführt als genau bis zu diesem Fundort. Warum sollte ein Einbrecher die Mordwaffe im Haus zurücklassen, aber einen Strumpf mitnehmen? Warum sollte ein Einbrecher diesen Strumpf auf offener Straße zurücklassen, sodass die Polizei ihn finden kann, anstatt ihn in eine Mülltonne oder in einen Gully zu werfen? Die Polizei findet noch weitere Unstimmigkeiten. Dali sagte aus, dass der Einbrecher durch die Küche flüchtete und dabei ein Weinglas zu Boden riss.
aber die Glasstücke liegen auf den Bluttropfen und Dalis Füße zeigen keinerlei Verletzungen. Unter dem umgefallenen Staubsauger befinden sich mehrere Blutspritzer und sogar ein Abdruck der Rollen. Es scheint so, als ob Dali durch die Küche rannte, bevor das Glas zerbrach und der Staubsauger umfiel. Auf dem Staubsaugergriff war ein Blutfleck. DNA-Tests ergaben, dass es Dalis Blut war. Das Blut tropfte in einem Winkel von 80 Grad auf den Griff, so als ob sich Dali über den Staubsauger gebeugt hätte. Das Muster deutete somit nicht darauf hin, dass sie am Staubsauger vorbeirannte, so wie sie es der Polizei erzählte. Entweder irrt sich Dali über die Ereignisse in der Küche, oder sie weiß mehr über die Morde, als sie zugibt. Dr. Mark Benecke liest einen Tatort anders als die meisten Ermittler. Der Biologe ist ein kriminalistisches Allround-Talent und der führende Blutspurexperte in Deutschland. Blutspurenexperten schauen sich, wenn es geht, immer am Fundort persönlich die Verteilung von Blutspuren an, die von der Tat herrühren. Von der Tat bedeutet, entweder sie stammen vom Täter oder vom Opfer oder sie sind von anderen Personen noch zusätzlich verbracht oder verschleudert worden. Daraus kann man hoffentlich etwas lernen darüber, wie sich die Personen bewegt haben, welche Wunden gesetzt worden sind und welche Wunden geblutet haben und in welcher Reihenfolge das alles passiert ist. Den Experten fällt auf, dass die Bluttropfen auf dem Küchenboden ineinander getropft sind. Das heißt, sie stammen von jemandem, der entweder stillgestanden hat oder sehr langsam gegangen ist. Dali sagte, dass sie auf dem Sofa verletzt wurde und blutend hinter dem Angreifer durch die Küche gelaufen ist. Aber beim Laufen müssten die Tropfen eine Spur aufweisen. Wenn beispielsweise jemand an Ort und Stelle steht, verursacht er häufig Tropfspuren, die zum Teil auch ineinander tropfen, dann eine relativ große Lache bilden, trotzdem aber noch als Tropfspuren erkennbar sind, weil sie diese Satellitenspritze haben. Man weiß also, es ist nicht am Boden liegend ausgeflossen, das Blut. Was verraten diese Satellitenspritze auf dem Boden? Woher stammen die zahlreichen anderen Blutflecken? Sind dies alles Hinweise oder Beweise? Und führt dieser Abdruck die Ermittlungen weiter? Im Fall Darren und Dali Routier stellen sich die Ermittler nach wie vor viele Fragen. Dali sagte aus, dass der Einbrecher das Messer auf den Küchenboden fallen ließ. Aber auch dafür findet sich kein Beweis. Außer mir untersuchten auch viele andere Beamte diesen Boden und versuchten, einen Beweis dafür zu finden, dass das Messer runtergefallen war. Entweder geradewegs nach unten oder auf den Griff oder auf die Seite, aber wir konnten nichts davon nachweisen. Es war eine Menge Blut auf dem Messer und deshalb müsste durch den Aufprall auf den Boden irgendein Hinweis, zum Beispiel der Umriss des Messers, entstanden sein. Aber wir fanden nichts. Barry Dickey ist gerichtsmedizinischer Akustiker. Er untersucht Dalis Notruf bei der Polizei. Dali sagte, sie habe aus der Küche angerufen und blieb während des gesamten Anrufs dort. Bei seiner Untersuchung trennt Barry Dickey Dalis Stimme von den Hintergrundgeräuschen aus dem Haus. Ein Geräusch oder eine Stimme wird in einem Raum durch verschiedene Elemente entweder geschluckt oder zurückgeworfen. Ein Teppich zum Beispiel schluckt Geräusche. Harte Oberflächen, wie zum Beispiel eine Garagenwand aus Zement, reflektiert sie. Nach der Untersuchung hat Dicky seine eigene Version. Meiner Meinung nach war Dali in mindestens drei verschiedenen Zimmern gewesen. Dabei ging sie ziemlich schnell von einem ins andere. Sie hielt sich auch nicht sehr lange in einem dieser Zimmer auf. Wenn also Dali durch mehrere Zimmer lief, während sie telefonierte, widerspricht das ihrer Aussage. Als die Polizei am Tatort erscheint, hält sich Dali ein nasses Handtuch auf ihre Halswunde. Die Beamten fragen sich, ob Dali damit möglicherweise Blut weggewischt hat. Um das herauszufinden, benutzen sie Luminol, eine Chemikalie, die an Stellen leuchtet, an denen zuvor Blut entfernt wurde. In der Garage findet man keine Anzeichen von Blut, dafür aber in der Küche. Als wir die Küche verdunkelten und das Luminol versprühten, konnten wir vor dem Spülbecken Fußspuren sehen, sodass uns die Haare zu Berge standen. D.
Die Fußspuren waren von Darley. An dem Schränkchen unter dem Becken war ebenfalls Blut zu sehen. Mit Hilfe von Luminol konnte man feststellen, dass es weggewischt wurde, bevor die Polizei kam. Die Bluttropfen vor dem Spülbecken verrieten uns, dass jemand dort eine ganze Weile gestanden hat, während er blutete. Denn auf dem Boden vor dem Spülbecken sind mehrere Bluttropfen aufeinander gefallen. Der DNA-Test ergibt, dass das Blut von Darley stammt. Die Staatsanwaltschaft vermutet, dass sich Darley hier selbst ihren Hals und ihren Arm aufschnitt. In der Küche wenden die Wissenschaftler einen speziellen Test an, um die Blutflecken zu vergrößern und zu definieren. Der Test enthüllt sogar noch mehr Fußspuren, die alle von Darley sind. Falls es wirklich ein Einbrecher war, dann hat er überhaupt keine Beweise hinterlassen. Zwar behauptet Darley, dass sie auf dem Sofa im Wohnzimmer verletzt wurde, doch da fand man keinerlei Blutspuren. Die Blutspuren im Wohnzimmer hingegen zeigen, dass der fünfjährige Damon zunächst nur verletzt wurde und versucht hat zu entkommen. In der Kriminalistik ist es besonders wichtig, dass man nicht nur Spuren anschaut, die da sind, sondern sich auch immer fragt, welche Spuren sind nicht da, müssten aber eigentlich da sein, um ein Szenario zu erklären. Bei Blutspuren ist der häufigste Fall, dass man eine, könnte man Negativspur erhält, nennen. Einen solchen ungewöhnlichen Blutabdruck fand man auf dem Teppich. Es war der eindeutige Umriss der Mordwaffe. Die auffällige Blutspur an der Spitze der Klinge verriet den Untersuchungsbeamten etwas sehr Wichtiges über den Mörder. Die einzige mir bekannte Möglichkeit, wie so ein Abdruck entsteht, ist, wenn eine blutende Person das Messer in der Hand hält. Das Blut läuft also kontinuierlich an dem Messer entlang Richtung Spitze. Genau einen solchen Abdruck haben wir gefunden. Aus einer Wunde am Arm floss Blut herunter. Nur deshalb konnte es zu speziell diesem Abdruck kommen. Das Blut floss über die Hand bis zur Messerklinge. Darley hat eine Messerwunde am rechten Arm. Und DNA-Tests ergeben, dass das Blut von ihr und von Damon stammt und nicht von einem unbekannten Angreifer. Darley sagte aus, dass sie das Messer vom Küchenboden nahm und es auf die Anrichte legte. Sie sagte aber nichts davon, es ins Wohnzimmer mitgenommen zu haben. Während die Ermittler weiter die Beweismittel aus dem Haus der Routiers untersuchen, stellt sie das Verhalten von Darren und Darley erneut vor ein Rätsel. Nur 8 Tage nach den Morden feiern die Routiers den Geburtstag ihres Sohnes Devon an seinem Grab. Sie laden sogar ein Fernsehteam zur Feier ein. Happy Birthday to you. Happy Birthday, dear Devon. If you knew Devon and Damon. Wenn Sie Devon und Damon gekannt hätten, wüssten Sie, dass Sie jetzt oben im Himmel sind und dort die größte Party haben, die man sich nur vorstellen kann. Und Sie wollen sicher nicht, dass wir hier unten trauern, auch wenn unsere Herzen gebrochen sind. Ich weiß, dass Devon und Damon uns gerne glücklich sehen würden. Die Ermittler sind sich sicher, dass Darley ihre beiden Kinder umgebracht hat. Aber sie suchen nach einem Motiv und finden es. Die Routiers haben finanzielle Probleme. Ein Darlehenantrag über $5,000 wurde genau einen Tag vor den Morden abgelehnt. Und für beide Kinder hatten sie eine Versicherung in Höhe von je $5,000 abgeschlossen. Im Schlafzimmer finden sie schließlich eine Selbstmordnotiz, die Darley einen Monat zuvor geschrieben hatte. Ein Hinweis, dass sie unter Depressionen leidet. Im Institut für gerichtsmedizinische Wissenschaften in Dallas entdeckt Charles Lynch das alles entscheidende Beweismittel, das Darleys Einbrechergeschichte als Lügengeschichte entlarvt. Auf einem Brotmesser in der Küche findet Lynch winzige Fiberglaspartikel und etwas Gummistaub. Das Fliegengitter in der Garage der Routiers besteht aus Polyvinylchlorid. Der innere Kern des Materials ist aus Fiberglas. Beim mikroskopischen Vergleich stellt Lynch fest, dass die Fiberglaspartikel auf dem Küchenmesser identisch sind mit den Partikeln aus dem Fliegengitter der Routiers. Nirgendwo sonst im Haus findet Lynch Fiberglas, das auch nur annähernd ähnlich ist. So I was able to eliminate
So konnte ich zumindest jede andere Fiberglasquelle, die ich fand, ausschließen. Die Schlussfolgerung daraus ist, dass das Fiberglas auf dem Messer wahrscheinlich vom Fliegenfenster stammt. Das heißt aber nicht, dass jede andere denkbare Quelle ausgeschlossen ist. Die Gummistaubrückstände auf dem Messer stimmen ebenfalls mit dem Staub überein, der entsteht, wenn ein Polyvinylchloridgitter zerschnitten wird. Der FBI-Fahnder Alan Brantley ist jedenfalls davon überzeugt, dass es keinen Einbrecher gab. Es gab noch nie einen Fall, in dem ein Täter in ein Haus einbricht, ein Messer nimmt, dann wieder rausgeht und schließlich das Fliegengitter aufschneidet, um wieder hereinzukommen. Bei keiner Tat ist solch ein Verhalten notwendig, es sei denn, jemand versucht, die Situation fälschlicherweise so darzustellen, dass sie eben anders erscheinen soll. Und das ist eine Inszenierung. Die Ermittler wissen bereits, dass der Strumpf auf der Straße Blutflecken von den beiden Söhnen aufweist. Aber als sie den Strumpf näher betrachten, finden sie noch etwas anderes. Nämlich zwei Polyesterfasern. Als sie diese Polyesterfasern mit den Fasern der Einlegesohle von Darrens Turnschuhen vergleichen, stellen sie fest, dass sie identisch sind. Außerdem finden sie abgewischte Blutspritzer auf Darleys Nachthemd, und zwar auf dem Rücken im Bereich der rechten Schulter. Ein DNA-Test ergibt, dass das Blut von den beiden Jungen stammt. Alleine eine Stichwunde kann sehr viele verschiedene Blutmuster, Blutspurenmuster verursachen. Da ist nicht nur die Blutlache, die auf jeden Fall entsteht, wenn oder genauer gesagt, falls wirklich viel Blut entweicht. Da sind auch Schleuderspuren, die entstehen, wenn die Person, die das Stichinstrument hält, in diese Wunde hineinsticht. Dabei spritzt möglicherweise schon Blut ab, aber auch beim Herausziehen kann die nun beblutete Hand oder das beblutete Stichwerkzeug auch ein Blutungsmuster erzeugen. Die Blutspritzer auf Darleys Hemd verlaufen übereinstimmend mit Darleys vermuteter Handbewegung. Mit all diesen zwingenden wissenschaftlichen Beweisen macht sich die Polizei ihr eigenes Bild vom Tathergang. Sie glaubt, dass Darley ihre beiden Söhne überredete, in dieser Nacht mit ihr im Wohnzimmer zu schlafen. Irgendwann nach 2 Uhr morgens nimmt Darley ein Brotmesser aus der Küche und schneidet das Fliegengitter in der Garage durch. Dann bringt sie das Messer an seinen Platz in den Halter zurück, ohne die Fiberglasrückstände, die die Gerichtsmediziner später fanden, auszuwaschen. Anschließend nimmt sie das längste Messer und tötet ihre Kinder. Die Mordwaffe in ihrer Hand verursacht die Blutspritzer hinten auf dem Nachthemd auf der rechten Schulter. Den Strumpf legt sie auf die Straße, um den Eindruck zu erwecken, der Mörder sei geflohen. Vor dem Spülbecken in der Küche schneidet sie sich Hals und Arm auf. Doch dann passiert etwas Unerwartetes. Der 5-jährige Damon lebte noch und kriecht durch das Wohnzimmer. Die Blutspuren lassen vermuten, dass Darley noch 2 weitere Male auf ihn einsticht. Der Messerabdruck auf dem Teppich stammt von dem Blut aus Darleys Armwunde, das an der Spitze des Messers entlang auf den Boden tropft. Die akustische Untersuchung des Notrufs beweist, dass Darley von einem Zimmer ins andere läuft, Blutflecken wegwischt und dabei den Tatort inszeniert. Aber sie macht zahlreiche Fehler. So ziemlich der einzige Ort, an dem kein Blut gefunden wird, ist ausgerechnet das Sofa, auf dem sie angegriffen worden sei. Sie stößt den Staubsauger um, obwohl sich darunter bereits Blutflecken befinden. Sie verwischt Blutspuren, die später wieder sichtbar gemacht werden können. Ihr Versuch, die Ermittler in die Irre zu führen, misslingt gründlich. Es ist schwer zu erklären, aber die Kinder waren ihr im Weg. Sie passten nicht zu ihrem Lebensstil, nicht zu ihren Zielen und überhaupt zu allem, was sie tun wollte. Und dann entschied sie ganz einfach, dass die Kinder ihr nicht weiter im Weg stehen sollen. Darley Routier wird verhaftet und des Mordes an ihren beiden Söhnen angeklagt. Darren bleibt frei und leugnet weiterhin, etwas mit der Tat zu tun zu haben.
Es gibt keinen einzelnen Grund für Dalys Tat. Es ist eine Kombination von mehreren Dingen. Es war nicht das Geld. Sie hatte mehrere Geburten und damit eine Menge Verantwortung. Wir haben herausgefunden, dass Darren sich nicht besonders um die Kinder gekümmert hat. Nach außen hin schienen sie die perfekte Familie zu sein. Und sie unternahmen alles zusammen als Familie. Aber ihr Familienleben war eine Illusion, die sie jedem aufgedrängt haben. In der Gerichtsverhandlung versucht der Psychiater der Verteidigung, Dalys verworrene Geschichte mit traumatischem Gedächtnisschwund zu erklären. Aber die Geschworenen sind davon nicht überzeugt. Dali Routier wird des Mordes schuldig gesprochen und zum Tode verurteilt. Sie sitzt in der Todeszelle und wartet auf die Vollstreckung ihrer Strafe.